Ja, und neben mir steht jetzt der Trainer vom FC Media, Stefan Ehm, und ich denke, du bist ein wenig enttäuscht. Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Wir hatten uns vorgenommen, uns für den zweiten Tag, also für morgen, zu qualifizieren. Ja, aber die Mannschaft hat heute überhaupt nicht das umgesetzt im Turnier, was ich mir vorgenommen hatte, was natürlich auch die Mannschaft sich vorgestellt hatte. Wir haben also jetzt zweimal verloren gegen Eintracht, sag ich mal, hochverdient. Für mich eine klasse Leistung, die Eintracht heute bringt. Gegen Bümmerstede, die auch das erste Spiel gegen Eintracht verloren hatten, hatten wir ein bisschen Pech, gehen 1-0 in Führung, kriegen das 1-1 und wirklich kurz vor Schluss das 1-2, so dass wir eigentlich gar keine Chance mehr hatten, wieder ins Spiel zurückzukommen. Na gut, und damit war eigentlich das Ding für uns gelaufen, weil die Mannschaft wie Witzfeld, die heute natürlich wieder klasse Stimmung machen, aber auch durchaus auch fußballerisch auf einem guten Weg sind. Und gegen Viktorias letztes Spiel, da war es für uns gelaufen, da haben wir einfach gesagt, so die wenig gespielt haben, spielen jetzt. Aber natürlich bin ich enttäuscht, ganz klar. Ich habe auch das Gefühl, du nimmst das Turnier doch sehr ernst heute, oder? Ist das nicht so? Na natürlich, ich sage mal, das ist einmal einfach hier viele Oldenburger Vereine, heute natürlich durch die nacheinander ablaufenden Gruppen, natürlich häufig nur Zuschauer von den Gruppen, die beteiligt sind, aber man will natürlich am zweiten Tag sich auch den anderen Oldenburger Mannschaften trainieren. Und ich sage mal, ich bin eigentlich momentan bei dem Verlauf, was draußen ist, haben wir so ein bisschen, sagen wir, aus dem unruhigen Fahrwasser, was Media hatte, sind wir ein bisschen rausgekommen, spielen draußen bisher eigentlich eine ganz gute Saison. Und das ist natürlich so ein Turnier für mich. Natürlich nehme ich das ernst. Ich will immer gewinnen als Trainer, die Mannschaft auch. Aber ich auch. Ja, das denke ich. Und ich erwarte natürlich was, aber es hat die Mannschaft heute einfach nicht umgesetzt. Ich sag mal gut, ich hatte zwei, drei, die ein bisschen durch Erkältung ausgefallen sind. Aber irgendwie, heute war irgendwie der Wurm drin heute. Letzte Frage, Fazit, Stadtmeisterschaft in der EW Arena? Ja, ich sag mal gut, die Atmosphäre ist natürlich klasse, die Halle hier, der Boden, hier kann man klasse Hallenfußball spielen. Nur wir haben ihn nicht gezeigt heute. Aber ich hoffe, dass es hier bleibt und ich hoffe, dass... Das haben wir gesehen. Ja, und dass wir, genau, und dass wir nächstes Jahr wieder angreifen können. Also, danke Stefan Ehm, Trainer vom FC Media. Und da haben wir sie wieder, die treuesten Fans vom FC Media. Was ist deine Meinung heute? Ja, FC Media, Oskar hat sich ausgezogen, weil er keinen Bock mehr, weil die FC Media haben so verloren. Und da hat er einfach keinen Bock mehr? Ja, glaube ich schon. Hast du das auch mitgekriegt? Nein. Mein Gott. Warum bist du FC Media Fan? Weil die gut sind. Ja, weil der auch ein Kurde ist. Und ich schaue. Nee, ich bin ja Kurde. Wir sind ja Kurden. Wir sind Kurden, deswegen. Ja. Und deswegen sind wir Media-Fan. Und warum seid ihr heute hier? Weil ich möchte mal, wie Media heute spielt. Und du? Ich auch. Alles klar. Schade, dass Media verloren hat. Die treuesten Fans vom FC Media. Dankeschön. Ja, liebe Sportfreunde, hier sehen wir einen echten Fußballfan vom FC Witzfeld. Was ist hier in der Jugend passiert, dass du Fan von FC Witzfeld bist? Es ist definitiv der beste Fußballverein in Oldenburg. Und ich war der Trainer und bin jetzt Fan geworden. Habt ihr euch heute teuer verkauft? Ehrliche Einschätzung. Wir haben 5 Minuten gut mitgespielt. In dem ersten Spiel, wir hätten gegen Media einen Punkt verdient gehabt. Den haben wir nicht bekommen, aber gegen Viktoria haben wir gewonnen. Also unsere Erwartungen sind erfüllt worden. Ich kann nur eins sagen, ich hoffe, dass ihr es irgendwann mal schafft, in die Finalrunde zu kommen, weil die Stimmung ist ja unglaublich bei euch. Ja, das würden wir auch gerne. Wir würden uns gerne mal gegen den VfB duellieren mit den Fans, die VfB hat. Ich glaube, wir hätten eine faire Chance. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen und alles Gute für den FC Witzfeld. Dankeschön. 2013 sind wir dabei. Ja, der Trainer vom FC Witzfeld und alle Oldenburger kennen ihn noch, Andrew Uwe. Ja, die besten Fans, aber nicht die beste Leistung heute. Ja, heute, ich habe mal Jungs gesagt, heute nur Spaß haben und keine Verletzung. Wir gehen unter Rückrunde. Jetzt muss Spaß haben. Punkt. Spiel ist ganz richtig hier. Aber ich wurde schon von mehreren Leuten angesprochen, mit den Fans im Hintergrund. Wann erreicht ihr endlich mal das Finale oder die Hauptrunde? Ja, ich habe so versucht nochmal. Guck mal, jetzt habe so Vorbereitung. Ja, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ich will jetzt eine klare Antwort hören. Oh ja, nächstes Jahr, komm langsam. Also, ja, na klar. Ja, also nur Schritt vor Schritt. Na klar, komm langsam. Na klar. Aber wir sind, guck mal, jedes Jahr sind besser und besser und besser. Wir lässt ja auch kein Spiel gewinnen, aber ja. Also, wir wünschen dir und deiner Mannschaft auf jeden Fall viel Erfolg dafür. Und ich hoffe wirklich, dass ihr wirklich mal in die Endrunde kommt, denn eure Fans sind sensationell. Oh ja, wir sind die beste Fans in der Welt. Das ist immer was ganz, ganz Spezielles. Alles klar. Okay, danke Andrew und viel Erfolg für die Rückserie. Okay, danke schon. Ja. Okay.